Hallo, ihr Neugierigen. Ist euch schon zu Ohren gekommen, dass sich Jeffree Star und Nathan Schwant getrennt haben? Und ist das für euch nicht genauso ein Schock wie der Rücktritt von Harry und Meghan aus der königlichen Familie? Nun, es gibt schon seit langem Gerüchte über die Krise in der Beziehung dieses Paares, aber wir haben uns entschlossen, erst dann einen Film darüber zu machen, als Jeffree seine Geschichte selbst erzählt hat. Und da dies bereits geschehen ist, berichten wir heute über die Beziehung zwischen Jeffree Star und Nathan Schwant und die möglichen Gründe für ihre Trennung. Aber bevor ihr das Video weiterverfolgt, vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Also, nun kann es losgehen. Bevor wir aber über ihre Trennung genau sprechen, wollen wir kurz beschreiben, wie sich die beiden kennengelernt haben. Außerdem sagen wir noch etwas mehr über Nathan selbst. Die beiden haben mal erzählt, dass sie 2014 zum ersten Mal auf Instagram aktiv wurden. Und irgendwann machte Nathan den ersten Schritt. Zunächst hatten sie Kontakt online und dann wechselten sie zu SMS und Telefonaten. Schließlich trafen sie sich nach ein paar Monaten. Von Anfang an gab es viele Gerüchte über ihre Beziehung, aber Jeffree versicherte seinen Fans immer, dass Nathan nicht wegen des Geldes mit ihm zusammen sei. Tatsächlich begannen sie sich zu treffen, noch bevor Make-up-Mogul Jeffree Star entstanden ist. Im März 2015 veröffentlichte das Paar seinen ersten offiziellen Post auf Instagram. Dabei war auch ein gemeinsames Foto, wie sie am Strand Händchen halten. Von diesem Moment an war Nathan regelmäßig in Jeffrees Social Media präsent. Er kam in den Videos im Stars YouTube-Channel und auf seinem Instagram-Account vor. Ihre Liebe schien für immer und ewig zu sein, aber das Gerede war nicht vorbei. Um all die schlechten Kommentare zum Schweigen zu bringen, veröffentlichte Jeffree einen Film mit dem Titel The Relation of My, in dem er sich zu den Gerüchten über seine Beziehung zu Nathan äußerte. Im Mittelpunkt des Films steht das Geständnis von Jeffree, der sagte, dass er bis zu seiner Begegnung mit Nate die wahre Liebe in seinem Leben nicht erfahren habe. Und Nate fühlte sich schon immer zu Männern hingezogen, die wie Frauen aussehen würden. Im selben Jahr brachte das Paar auch die Star Family Kollektion heraus, die ihre Beziehung und ihre Hundezwergspitze promoten sollte. Mit dem gemeinsam verdienten Geld kauften sie ein neues Haus in Michigan für Nathans Eltern und, man möchte fast sagen, lebten ein langes und glückliches Leben. Bereits 2018 feierte die Star-Familie ihren dritten Jahrestag und Jeffree gestand dann auf Instagram, dass er bereits im Moment, als er Nathan in die Augen sah, schon wusste, dass er der Richtige für ihn war. Und seitdem war Nathan fast überall zu sehen. Und niemand ist auf die Idee gekommen, dass er all die Aufmerksamkeit und das Leben im Rampenlicht gar nicht mochte. Aber bald sollte es sich ändern. Tja, noch im Juli 2019 schenkte Jeffree Nate ein Auto, von dem er geträumt hat, nämlich einen Aston Martin Vantage in Limettengrün für 123.850 Pounds. Und Anfang Januar 2020 präsentierte das Paar seinen Fans eine Tour durch ihr neues Haus, das 11 Millionen Pounds gekostet hat. Aber dann ist etwas passiert. Denn lediglich ein paar Tage später, am 11. Januar, veröffentlichten sie einen Film We Broke Up. Wie ist das passiert? Gab es irgendwelche Anzeichen von einer solchen Entwicklung? Die Gerüchte über die Trennung von Jeffree und Nathan wurden schon viral, als die Fans merkten, dass die auf Twitter veröffentlichte Biografie von Star geändert wurde. Zunächst hieß es Wifey to Nathan, aber dieser Teil wurde entfernt, was auf ihre Trennung hindeuten konnte. Dann gab es eine Reihe von abgesagten Events und mysteriösen Posts. Star cancelte die Tournee Jeffree Star und Mitchell Masterclass. Dies wurde offiziell folgendermaßen verkündet. Schweren Herzens und mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass Jeffree Star aus unvorhersehbaren persönlichen Gründen nicht nach Europa reisen kann, um an der Tournee Jeffree Star und Mitchell Masterclass teilzunehmen. Seitdem waren sich die Fans mehr als sicher, dass diese persönlichen Gründe die Trennung bedeutete, wie schon seit einiger Zeit darüber gemunkelt wurde. Und schließlich veröffentlichte Jeffree das Video We Broke Up und bestätigte damit die Trennung. Im Video spricht er darüber, wie verzweifelt und am Boden zerstört er sei und dass es für ihn am schwierigsten sei, wenn er aufwache und Nathan nicht da sei. Dann sagte er noch, dass Nathan der einzige Mensch sei, der so selbstsicher sei, dass er ihm die Liebe öffentlich gezeigt habe. Und auch sei er der erste Mensch, der ihn so liebte, wie er wirklich sei. Und in Bezug auf den Grund der Trennung erwähnte Jeffree einige Dinge. Aber das Wichtigste davon waren angeblich psychische Probleme, die Nathan schon seit langem hatte. Und das letzte Jahr war für das Paar wirklich nicht einfach. Von Stars Lager wurden Kosmetikprodukte im Wert von über 2,5 Millionen Dollar gestohlen. Und sie haben zwei Hunde verloren, Daddy und Diamond. Außerdem hat Nathan vor Jahren seinen Großvater auf eine sehr tragische Weise verloren. Und es scheint, als wäre das alles zu viel für ihn gewesen. Im Film erzählt Jeffree, dass das alles für Nathan schwer zu ertragen gewesen sei und dass das Leben im Rampenlicht ihm überhaupt dabei nicht geholfen habe. Sie hätten irgendwie nie die Chance gehabt, sich einfach zurückzuziehen und ihre Emotionen zu zähmen. Sie seien immer zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, sodass sie vergessen hätten, sie selbst zu sein und sich ein bisschen auch um sich selbst zu kümmern. Aber es scheint, dass Nathan und Jeffree dennoch Freunde geblieben sind. Star erwähnte im Film, dass sie sich zwar immer noch lieben würden, aber nicht mehr ineinander verliebt seien.
Das Ganze ging also glimpflich aus und offensichtlich haben sie es geschafft, die 5-jährige Beziehung auf freundschaftliche Weise beendet zu haben. Nachdem alle schon gewusst hatten, dass sie sich getrennt haben, tauchten dann aber schnell wieder neue Gerüchte auf. Diesmal wollten alle wissen, dass Nathan sich bereits mit jemandem anderes treffen würde. Um das zu beenden, veröffentlichte Jeffrey ein Foto von Nate, wie er sich den ganzen Tag um die Hunde gekümmert hatte. Denn er selbst habe seine Großmutter besucht. Und damit man die Hunde nicht in ein Hotel bringen müsste oder jemand zu ihnen kommen müsste, sei es besser gewesen, dass Nathan das übernommen habe. So sei es für ihn unmöglich gewesen, mit irgendjemandem in einer anderen Stadt gewesen zu sein. Und nun zurück zu euch. Was haltet ihr von all dem? Glaubt ihr, dass die Liebe zwischen Jeffrey und Nathan wirklich echt war? Oder glaubt ihr, dass ihre Trennung bloß ein Werbetrick war? Lasst uns darüber in den Kommentaren diskutieren und denkt daran, dieses Video zu liken und unseren Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.